Guten Tag und willkommen zur ZIP um 17 Uhr an diesem letzten Tag des Jahres 2021. Ein Jahr, das gänzlich von Corona geprägt war. Mit unterschiedlicher Intensität, lange Zeit mit der Hoffnung, es dank Impfung bereits geschafft zu haben. Aber letztlich begehen wir diesen Jahreswechsel mit viel Unsicherheit, vor allem was Omikron betrifft und auch deswegen mit strengeren Regeln und Kontrollen. Das hat viele aber dennoch nicht davon abgehalten, heute schon vorzufeiern. Da überwiegt also offenbar das Verständnis dafür, dass heuer anders gefeiert werden muss. So ist auch die größte Silvesterparty Österreichs abgesagt, der Silvesterpfad in der Wiener Innenstadt. Und dort begrüße ich jetzt meinen Kollegen Florian Kobler. Florian, die große Party kann nicht stattfinden, aber trotzdem ist da offenbar einiges los bei Ihnen in der Innenstadt. Ja, offiziell ist der Silvesterpfad abgesagt. Inoffiziell würde ich... Verständlichen Feierlaune heute am letzten Tag des Jahres hat die Polizei strengere Kontrollen angekündigt. Wie will man denn da jetzt in Wien vorgehen? Ja. Zuletzt haben ja bei uns vor allem Anti-Corona-Demonstrationen für Schlagzeilen gesorgt. Vor allem auch wegen der zunehmenden Radikalisierung. Sind da heute Abend solche Demonstrationen angekündigt? Offiziell angekündigt. Dynamisch ist gut, so soll es auch sein. Vielen Dank für diese Eindrücke, Florian Kobler aus der Wiener Innenstadt. Hier keine Demonstration, aber dennoch eine Störaktion haben für die Silvesternacht offenbar Jugendliche in Oberösterreich geplant. Nach Angaben der Ermittler wollte der Anführer der Gruppe eine Polizeiinspektion in Linz mit Molotow-Cocktails angreifen. Gegen die Bande wurde schon seit mehreren Wochen ermittelt. Ein 20-Jähriger wurde mittlerweile festgenommen. Jetzt zu angenehmeren, zum Blick auf die Welt, wo überall wie das hoffentlich bessere Jahr gefeiert wird. In Neuseeland und in Australien hat das neue Jahr bereits begonnen. Bleiben wir beim Fragezeichen Omikron. Die Variante, wie gesehen, beeinträchtigt in vielen Ländern die Silvesterfeiern. Obwohl in den USA die Zahlen nach oben schnellen, wurden die Einreisebeschränkungen für Südafrika jetzt aber aufgehoben. Einerseits, weil sich Omikron ohnehin schon weltweit verbreitet hat, aber auch, weil Südafrika, wo diese hoch ansteckende Variante erstmals nachgewiesen wurde, offenbar ganz gut diese Welle überstanden hat. Die EU-Kommission drängt, das grenzüberschreitende Zugangebot auszubauen, auch um den Flug- und Autoverkehr einzudämmen. Bis 2030 soll es etwa doppelt so viele Hochgeschwindigkeitszüge geben. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Chef der EU-Eisenbahnagentur, der Österreicher Josef Doppelbauer. Er versucht, Hürden des grenzüberschreitenden Bahnfahrens abzubauen. Raffaella Scheidreiter berichtet. In die USA jetzt, wo sich im US-Bundesstaat Colorado die Waldbrände immer mehr ausbreiten. Tausende Menschen mussten bereits fliehen. Das Feuer wird immer wieder von starken Windböen angefacht. Und der Sturm soll auch der Grund für das Feuer sein, das offenbar durch umgestürzte Strommasten ausgelöst wurde. Zum Sport jetzt. Nach der schwachen Leistung im ersten Vierschanzenturnierspringen in Oberstdorf präsentiert sich Österreichs Skisprungteam bei der heutigen Qualifikation von Garmisch-Partenkirchen wieder deutlich besser. Einzig Teamleader Stefan Kraft patzt und ist morgen im Hauptbewerb überraschend nicht dabei. Und das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen sehen Sie morgen ab 13.55 Uhr live in ORF1. Wie heute bekannt wurde, ist der österreichische Filmproduzent Wulf Fleming kurz vor Weihnachten verstorben. Wir haben gleich noch einen Rückblick darauf, was auf der ganzen Welt in diesem Jahr passiert ist. Zuvor noch ein Blick aufs Wetter. Das war ein Nachrichtenüberblick um 17 Uhr. Mehr Informationen und Rückblicke auf dieses so ungewöhnliche und herausfordernde Jahr in der ZIP 1. Tarek Leitner und ich, wir freuen uns auf Sie. Sollten Sie schon am Feiern sein, guten Rutsch und bleiben Sie uns gewogen. Hier noch ein paar Highlights von 2021. Alles Liebe.